So, YouTube. Hallo, herzlich willkommen. Wir sind wieder auf unseren Apfelschimmel unterwegs. Ich bin der Meinung, hier Stimmen zu hören. Manchmal ist das nichts, sondern nur so Säuseln. Aber manchmal tauchen dann Banditen hinter einem auf. Und hier im Wasser war er beim letzten Mal irgendwo. Und hing hier fest an dem Baum. Aber man musste trotzdem erst zu der Kreuzung reiten vorher. Und das hatte ich nicht verstanden. Oh! Groschen! Kelch! Noch ein Kelch und zwei Tränke. Oh! Das ist natürlich eine nette Nebenverdienst, würde ich sagen. Das ist die Kreuzung. Aber wo ist Krapfen hin? Gut, der wird natürlich nicht immer an der gleichen Stelle sein. Was sehe ich da? Ich würde sagen, ich gehe mal auf Speichern. Und wir gucken mal, wer hier so miteinander kämpft. Wächter. Humanen. Da liegt doch irgendwas, oder nicht? Kann ich die alle plündern? Lalalalala. Hey, du, bleib sofort stehen. Ergib dich. Okay, da war irgendwas, was ich nicht hätte nehmen dürfen. Gut, dass ich gespeichert habe. Ich wollte schon sagen, ich komme ohne Kampf dadurch. Glück gehabt. Oh. Noch mehr Glück. Wir brauchen mehr Vitalität. Mann, wie gut kann der denn wegrennen? Muss er auch mal Ausdauerprobleme kriegen. Jetzt ist er weg, was? Okay, ich lade für die Pfeile. Ich lasse den kriegen wir nicht weg. Wir sind zu schlecht dafür. Also unsere Ausdauer müssen wir irgendwo trainieren. Wir können aber einen Trick versuchen. Wenn wir wissen, dass er wegrennt. Und schon in die Richtung... Jawohl. Hahaha. So ein Ding nämlich. Das hat unseren Ruf sogar verbessert.
Wichtige kleine Dinge. So, wir müssen nur aufpassen, dass wir jetzt nicht den Händler... Die dürfen wir, nicht? Wo liegt denn seine Waffe? Da. Wir müssen nur bei den Händlern aufpassen. Da dürfen wir nicht ran. Kumane können wir. Hey! Händler gehen wir nicht ran. Noch ein Händler. Ja, super. Das sind ja richtig gute Wachen. Okay, aber was haben wir jetzt aufgesammelt? Schwere Sachen, nicht wahr? Ist auch ungünstig. Zustand, Gewicht. Der Kaftan. Aber ist auch ordentlich was wert. Unser Gambison wiegt 12. Der ist echt schwer. Oh, die Kettenhauben, auch 4. Aber die sind richtig was wert. Also die schmeiße ich auf jeden Fall nicht weg. Genauso die Bunthauben nicht. Reiterstiefel, Armschienen. Kumanische Sporen. Die ziehen wir natürlich an. Die hätte ich fast noch gekauft selber. Wir haben ein Grab entdeckt. Bin zu überladen, um aufzusitzen. Okay. Was können wir denn in die Pferdetasche packen? In die Satteltasche. So, das sollten... Und die Helme. Können wir jetzt wenigstens reiten? Ja, wunderbar. Ich meine, die Händler hätten vielleicht noch ein bisschen Geld gehabt, aber brauchen wir nicht. Das ist natürlich die Gefahr, wenn wir hier weiterreiten, dass wieder sowas auftaucht, nicht? Aber wir können nicht schon wieder speichern. Und das ist so, nicht? Ihr merkt dieses Speichersystem. Ich weiß nicht, wer von euch das gut findet. Oder überhaupt gut gefunden hat. Aber ich... Nicht? Ich speichere gerne vor so einer Situation, ich speichere gerne nach so einer Situation, damit ich mich halt nicht ständig ärgern muss. Vielleicht schaffe ich es ja doch mal, diese Mod zu installieren, damit man immer speichern kann. Dich und deine hässliche Fresse kenne ich doch. Ja, ja. Jetzt zum Beispiel, nicht? Aber wir haben so gute Sachen, dass ich das Risiko gar nicht eingehen will. Andererseits, war der alleine? Weil wenn er... Okay. Weil wenn er alleine wäre... Hätten wir uns dem annehmen können. Nee, wir sind zu zweit... Das Risiko gehe ich nicht ein. Nicht ohne vorher geschlafen zu haben. Aber es kommen jetzt ziemlich viele Zufallsereignisse. Und hier wissen wir, können wir nirgendwo schlafen. Ja. Ist ein bisschen zu viel denn auch auf einmal, nicht? Interessanter Ort.
Okay, was ist hier interessant? Brennnesseln, Brennnesseln. Ein Hocker. Holz. Meistens steht irgendwo ein Topf rum mit Schnaps oder so. Hier. Retterschnaps. Unterm Stein lag's ja diesmal. Da ist doch ein Reitweg, oder? So, der führt nur zu dieser Hütte. Ja. Kleiner Bach. Schon wieder eine Zufallsbegegnung. Bisschen zu viele, nicht wahr? Was war das? Muss der Wind sein. Also wir gehen hier erstmal weg. Ja. Wir suchen uns in Uschitze mein Haus zum Schlafen. Ich glaube, das macht Sinn. Vielleicht können wir auch die Sachen verkaufen. Ein Händler müssen die ja auch haben. Ich kann so viel gar nicht verkaufen und tragen, nicht? Wie ich möchte. Ich habe, glaube ich, auch noch ziemlich viel Scheiße mit dabei. Da oben sind die ganzen Händler. Ja. Fangen wir links an, würde ich sagen. Und den Schnellreiseort. Ja gut, Schnellreise, haben wir gemerkt, ist auch nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Kann ich helfen? Ja, kannst du. Hey. Du bist aber nur eine Dorfbewohnerin, du kannst nicht helfen. Wer bist du? Oh. Gut, sie läuft einfach gegen die Wand. Da haben wir einen Händler. Jawohl. Auch wenn er ein bisschen weniger zahlt, der hat wenigstens Geld. Ich? Pff. Irgendwie erkennen die mich immer an der falschen Stelle aktuell. Hallo, Herr Händler. Guten Tag. Okay, was wollen wir ihm verkaufen? Ich mach mal hier auch das Beinweltzeug weg, nicht? Und die Distel. Die Mohnblumen. Ringelblumen. Ich hebe nur so ein paar auf, damit wir das... Den Silberkelch. Komm, den haben wir jetzt auch mal weg. Wermut haben wir auch weg. Oh, wir haben Dietrich. Wo haben wir den denn her? Billiger Wein. Den Apfel. Den verkaufen wir auf jeden Fall.
Pilze, Karotte, Trockenobst. Oh, der zahlt 4,5 für Schnaps. Den kriegt er. Der hat nur 280. Oh Mann. Die Schlappen kriegt er. Erstmal halt die Sachen hier. Die Bunthauben. Das Ganze. Okay. So viel hat er nicht. Dann. Ja, den Silberkelch erstmal. Der wiegt nicht so viel. Okay. Egal. Ich wollte eigentlich eine andere Taste drücken. Oder ich habe eine andere Taste gedrückt. Ich habe E gedrückt. Für entfernen. Und er hat X gemacht. Das ist vorhin schon mal passiert. Und ich dachte, Mann, da habe ich mich aber... Gepflückte Äpfel, saftige Melonen. Okay, okay. Chill. Mein Gott. Und ich dachte, ich habe mich vorhin verdrückt. Aber anscheinend... Habe ich mich nicht verdrückt, sondern das Spiel falsch ausgelöst. Okay, wo ist denn die Taverne? Ich weiß, wenn ich zur Taverne gehe, dann passieren Dinge. Da oben ist noch ein unerforschter Ort. Ah, das ist auch noch ein Händler. Schreiber. Oh, wir sollten jetzt zum Schreiber gehen. Da haben wir sogar noch eine Quest. Guten Tag, Herr Schreiber. Schön, dich zu sehen. Ich möchte gern lesen lernen. Du? Du siehst nicht gerade nach einem Geistlichen aus. Nun, warum nicht? Du lernst es schon. Bedenke, dass das nicht leicht wird. Es braucht Zeit und kostet und einige Groschen. Können wir beginnen. Gut. Ich will keine Zeit verschwenden. Wir können beginnen. Je eher ich es meistere, desto besser. Also gut. Dafür musst du mich allerdings mit ein paar Groschen bezahlen. Und plane mehrere Tage dafür ein, damit das auch etwas wird, wo du es doch eilig hast. 50 Groschen. Hier sind deine Groschen. Dann können wir gleich beginnen. Nein, er brach zwar seinen Schwur, aber besser das, als sich hier nicht selbst treu zu sein. Möge er seinem Herzen folgen. Aufwachen, Junge. Wir sollten weitermachen. Also, dann diesmal ein Stück. Lies das Buch. Hier liegt ein Buch auf dem Tisch. Versuch etwas darin zu lesen. Ob ich das kann? Bestimmt. Es ist ein einfacher Text. Komm zu mir, wenn du es durchgearbeitet hast. Eines Tages ging ein Bauer zum Nest. Seine Gans und fand dort ein Ei, das gelb schimmerte. Als er es nahm, war es schwer wie Blei und wollte es schon fortwerfen, weil er dachte, jemand hätte ihm einen Streich gespielt. Nicht, er liest falsch, deswegen ist das nicht richtig, nicht weil es da falsch steht. Nach weiterem Nachdenken nahm er jedoch mit ins Haus und fand kurz darauf heraus, dass das Ei aus purem Gold war. Jeden Morgen fand der Bauer im Wald das goldene Ei im Nest. Schon bald war er reich, doch mehr Geld besaß, desto gierig wurde er. So entschied er eines Tages, sich alles Gold, das die Gans in sich hatte, auf einmal zu nehmen. Er tötete das Tier und fand dort nichts. Okay. Ist das das Buch, was wir lesen sollten, oder das da? Ah, genau, das müssen wir am Ende lesen können.
Est ibre tamaisu ot non, non amgistri pauxki dicti. NAPD. Das ist eine komische Abkürzung. So. Ich habe das Buch gelesen. Ich habe das Buch gelesen. Wunderbar. Sag mir, was darin steht. Dass Gier einem nichts einbringt. Dass Gier einem nichts einbringt. Großartig. Du bist einer meiner besten Schüler. Du hast die Bedeutung hinter den Buchstaben erkannt. Wie ich schon sagte, Bücher sind wertvoll. Und dasselbe sollte für die Worte darin gelten. Heißt das, ich kann jetzt lesen? Ja, du kennst die Grundlagen. Denke daran, Junge. Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Um wahre Redekunst zu erlernen, solltest du noch viel mehr lesen. Kommen wir zur zweiten, schwierigeren Lektion. Viele Bücher sind auf Latein verfasst, der Sprache der Gelehrten und Geistlichen. Wenn du lesen lernen willst, führt kein Weg um diese Sprache herum. Auf dem Tisch liegt ein Buch. Lies es und komm dann zu mir. Du musst es nicht verstehen, aber die Buchstaben erkennen können. Ich habe gerade erst die Fabel von der Gans gelesen. Und nun soll ich Latein lernen? Du bist ein kluger Junge. Du schaffst das schon. So. Und ich weiß, da war ein Wort. Na? Wo man aufpassen musste. Ich glaube, put optimus orato est non amgi NAPD. Man muss ihm jetzt die Reihenfolge, glaube ich, sagen. So war das. Ich habe den Text gelesen. Ich habe den Text gelesen. Also gut, Junge. Was steht dort? NAPD. Oh. Nullus, nutus, nullus. Nullus est liber tam malus ut non aliqua parte prosit. Herr im Himmel! Und du hast vorher noch nie Unterricht gehabt? Unglaublich! Nun, es gibt nichts mehr, was ich dir beibringen kann. Du könntest dich umgehend weihen lassen, wenn du wolltest. Danke, Domine. Ich fühle mich schon weiser. Okay, lesen gelernt. Sehr gut. Und damit einen neuen Spezialpunkt freigeschaltet. Wo ist es denn? Da, lesen. Lesefluss. Beim Lesen wirst du nur halb so schnell müde und hungrig. Schnäppchenjäger. Sämtliche Bücher sind günstiger. Oh, das ist natürlich geil. Das machen wir. Oh, haben wir Hunger? Hier ist ein gratis Essen. Oh ja, ich esse mal was. Jetzt sind wir zu 93% satt. Das ist gut. Also unter 70 können wir immer essen. Da hinten ist noch Fragezeichen. Da ist ein Questgeber und da ist auch die Taverne. Aber wir müssen hier wohl oder übel schlafen in dem Dorf. Aber ich weiß, wenn wir zur Taverne gehen, gibt's Ärger, glaube ich. Weil die alle über den Mord diskutieren werden, oder? Oder nicht? Glück und Gesundheit. Können wir mit Pavel würfeln? Oh, mit Pavel. Ich hab ein paar Münzen übrig. Was gibt es Besseres, als darum zu würfeln? Das können wir doch machen. Komm, Pavel, 10. Mal gucken, ob Pavel bescheißt. Mal sehen, wem die Glücksgöttin holt. Bier bitte. Zapf mir ein Bier. 1, ah, die 2 fehlt. Bin gleich damit zurück. Ah, ich hätte 3, 4, 5, 6 nehmen können, nicht? Aber es wären 200 oder so. Das hier gefällt mir besser. Hier.
Okay, reicht mir. 5,50. Mal gucken, hat der gezinkte Würfel einen? Da. Oder? Nee, keinen. Sehr gut. Ja, gib mir einen Moment. Das war's. Er macht weiter. Okay, hätte ich nicht gedacht. Verdammt! Tja. Gier! 3-3-3. 2-3. Zwei, drei, vier. Okay, da fehlt. Ah. So, aber wir machen weiter mit den dreien. Ah, nix. Schade. Aber 300. Was will man damit? Hierher. Ich will bestellen. Kommt gleich. Auf gute Nachbarn. Aber jetzt wird's was. Ich hatte schon Runden, die echt ewig gingen, weil keiner irgendwas gewürfelt hat. Du bist 4,50 zu 5,50. Oh. Oh, das ist gut. Fertig. Bei zwei Würfeln mache ich nicht weiter. Mal sehen. Oh, shit. Hä? Achso, die 5 nimmt er und dann ist er... Er würfelt die 6 noch. Heilige Scheiße. Doof. Okay, er ist kein guter Würfler. Aber er hat auch nicht viel Geld. Gewiss doch. Bin sofort zurück. Du schreckst vor nichts zurück, was? Ist gut, ist gut. Was soll's? Ja. Aber wenn das nach 3-1 passiert wäre. Ja, nach 3-1 hätte ich es aber auch nicht mehr gemacht. Ein Humpen Bier für mich. Oh, shit. 500 hätte ich haben können. Hätte ich die kleine Straße gelassen am Anfang. Oh, oh, das ist richtig gut. 1300. Verflucht. Warum spiele ich überhaupt? Oh ja, oh, oh, das ist richtig. 2000 mit einem Wurf. Gut, er kann 4000 mit einem Wurf machen. Jetzt nicht mehr. Jetzt kann er noch 3000 mit einem Wurf machen. Jetzt nicht mehr. Jetzt kann er noch 2000 oder 3000 mit einem, nee, 2000 glaube ich machen. Jetzt kann er noch 1000 machen. Aber er macht nicht. Wir brauchen nur noch 850. Oh, und wir haben gewonnen. Dengo Dongo. Sakra. Ich glaub's nicht. Da ist es schon. Okay. Hallo, Frau Schankmaid. Gott segne dich. Wie kann ich dir helfen? Ich brauche einen Schlafplatz. Könnte ich hier irgendwo schlafen? Ich kann wohl etwas finden. Für wie lange? Wir kaufen gleich für die ganze Zeit. Für mehrere Kann Nächte. Kann ich gleich für mehrere Nächte zahlen? Gut, Bezahlung im Voraus. Bezahlen. 200? Nee, nee, wir falschen. Das ist ziemlich viel. Können wir verhandeln? Weil du es bist. Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Oh, sie geht gut runter. Das ist ganz für dich. Keiner wird dich stören. Okay. Lebe wohl. Ich habe dieses Bett hier aber gehasst, weil man musste eine Leiter, glaube ich, hochklettern, genau. Aber man hatte eine tolle Aussicht auf eine aufploppende Kirche und Sterne.
Okay. Schlafen. Wo ist unsere Kiste? Schlafen und speichern. Oh, wo war die Kiste? Ah, warte mal, wir haben noch eine Fackel. Ah, da ist sie doch. Inventar. Was legen wir denn mal ab? Den Goldkelch können wir mal ablegen. Das ist schon mal gut. Die Tränke. Den billigen Wein. Den Rest wollen wir noch verkaufen. Ah, wir haben die Waffen noch. Oh, guckt mal. Okay, Fackeln können wir ein paar ablegen. So, dass wir nur zwei haben. Jagdschwert verkaufen wir. Den Falchion verkaufen wir. Den kumanischen Bogen. Unser hat wie viel? 57. Oh, der hat 64 und der hat 72. Ich wollte den anlegen. Hab vergessen, dass ich im Menü bin. Ungarischer Säbel können wir auch verkaufen. Die Pfeile behalten wir. Hier ist noch... Ach, die Fackel ist ausgerüstet. Ja, dann können wir noch eine Fackel wegmachen. An dem Bogen können wir dann verkaufen. Die Axt behalten wir noch. Okay. Könnte ich ein bisschen schneller drehen. Oh Mann. Komm schon. Komm schon. Okay. Reicht. Pünktlich zum... Haben wir uns mit der Fackel ins Bett gelegt? Pünktlich, aber zu den Glockenschlägen. Die werden doch hier einen Schmied oder sowas haben. Ich dachte, ich kann da was mitnehmen. Da hinten vielleicht. Gut, Fackel brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Aber wir waschen uns wieder. Bäcker. Gut, Bäcker wird uns nicht viel helfen. Krämer. Ah, gut, der will nur Gemüse und sowas, nicht? Der wird uns auch nicht viel helfen. Mehr hat dieses große Dorf nicht an Händlern? Na gut, ein Händler... War ja jetzt nicht so viel. Ab in die Kirche. Oh. Und jedes Deckenbild ist anders. Bisschen leer. Nicht mehr Bänke haben sie gehabt. Das ist ein privater Bereich. Ein leeres Zimmer. Gut.
Ah, hier gibt's was. Aber müssen wir Schlösser knacken. Aua! Zum Glück kein Fuß verstaut. Da ist der gute... Kann ich ein paar Fragen über Heinz stellen? Möge Gottes Segen mit dir sein, Pater. Ich untersuche auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper das Massaker in Neuhof, das wohl in Zusammenhang mit einem hier verübten Mord steht. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Scheint, als setze Herr Hanusch bei seinen Ermittlungen auf Jünglinge. Aber frag ruhig. Ich hoffe, diese widerwärtige Angelegenheit wird bald aufgeklärt. Kanntest du Heinz? Was war er für einer? Eine verlorene Seele. Ein einfacher, raubeiniger Kerl. Aber ich glaube, er war kein so schlechter Mensch. Hast du was Verdächtiges bemerkt? Ist dir in letzter Zeit irgendetwas aufgefallen? In letzter Zeit gab es allerlei verdächtige Vorkommnisse. Es sind unruhige Zeiten. Und Menschen wie Heinz lassen sich nur allzu leicht in etwas hineinziehen. Das hilft mir nicht sonderlich weiter, Pater. Das tut mir leid. Was hat Heinz getan? Weißt du, was Heinz an jenem Tag tat, als Neuhof überfallen wurde? Ja, aber so gern ich deine Untersuchung auch unterstützen würde, ich kann nicht. Was? Meine Schwüre verbieten es mir, darüber zu sprechen. Schwüre sind wichtiger, als gefährliche Mörder zu fassen? Die Gesetze Gottes stehen über denen der Menschen, mein Sohn. Das Beichtgeheimnis ist eines davon. Tja, es muss eine Ausnahme geben. Das kann nicht dein Ernst sein, Pater. Es muss doch Fälle geben, für die du eine Ausnahme machen kannst. Es gibt Dinge, die sind stets gültig, egal unter welchen Umständen. Und dies trifft hier zu. Okay, hier hätten wir 8. Du könntest unschuldigen den Tod bedeuten. Wir können ihn nicht bedrohen. Aber er kann eh reden, aber über unseren Stand können wir noch am meisten erreichen, nicht? Herr im Himmel, Pater. Kannst du das mit reinem Gewissen sagen, obwohl du weißt, dass du damit vielleicht unschuldige Menschen in den Tod schickst? Kann ich. Ja. Denn wenn ich diesen Schwur brechen würde, wären die Folgen viel schlimmer, als wenn ich es nicht täte. Womöglich nicht sofort. Aber auf lange Sicht... Tja. Heinz war meine einzige Spur. Pater, Heinz war meine einzige Spur zur Neuhofbande. Nur er hätte mir sagen können, wer das Blutbad angerichtet hat. Wenn ich die Täter nicht enttarne, könnte so etwas wieder passieren. Das würdest du doch nicht wollen. Nein. Aber ich darf das Beichtgeheimnis nicht verletzen. Ich mache dir einen Vorschlag. Gib mir etwas Zeit und ich überlege, wie ich dir helfen kann. Vielleicht besprechen wir das am Abend, in der Schenke, bei einem guten Becher Wein. Womöglich fällt uns etwas ein. Also schön. Danke, Pater. Alles Gute. Okay. Ja, wir können mal gucken. Ich glaube, da hinten war der Meisterbogenschütze. Dann in die Richtung. Weil den hatten wir ja schon gesehen bei der Befragung. Und der muss ja auch irgendwo einen Platz haben. Und da bleibt das letzte Fragezeichen nur übrig für ihn. Vielleicht hat er ein Buch. Das sieht auf jeden Fall nach einem Schießstand aus. Dann ist noch eine Windmühle. Aber der Typ ist nicht hier. Ja gut, ist noch sehr, sehr früh, nicht wahr? Stehlen? Nee, wir stehlen keine Pfeile. Warten wir einfach mal eine Stunde. Kommt immer noch keiner. Den können wir bestimmt nämlich auch die Waffen verkaufen. Ich würde sagen, Heinrich trinkt erstmal einen Schluck Bier. Dann wartet es sich besser. So, aber um 9 muss er doch schon da sein. Mach.
Immer noch nicht. Na, der ist vielleicht... Doch, da steht er. Sehr gut. Hallöchen. Sehr gut getan, Herr Grün. Segne dich. Kann ich dir helfen? Auf jeden Fall grasgrün. Kannst du mir... Lass uns handeln. Alles Gute. Sehr gut. Klingt wie ein Wiesel. Würde ich gerne lernen. 42, 57. Okay, verkaufen. Okay, er kauft nichts. Außer Pfeile. Ist natürlich doof. Jagdpfeile 1. Ist gar nicht so teuer, nicht? Wir falschen natürlich. Reden wir über den Preis. Nun, versuchen wir's. Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Oh, das war ja einfach. Ach schade, er hat uns die Sachen nicht abgenommen. Wer ist er? Lumia. Gott sei mit dir. Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper. Ich untersuche das Massaker in Neuhof und jetzt auch den Mord hier. Okay, das sind ich immer... weiß nichts darüber. Ist dir kürzlich etwas ver... Jetzt, wo du es sagst? Er war gestern in der Kirche. Hat sogar mit dem Pfarrer geredet und gebeichtet. Hat mich gefragt, was er im Schilde führt, wenn er sich plötzlich dem Glauben zuwendet. Aber Gott vergibt wohl alle Sünden. Kennst du jemanden, mit dem Heinz Zeit verbracht hat? Verwandte oder Freunde? Mit keinem aus dem Dorf. Hat in der Schenke ab und an mal neben uns gesessen, aber nie viel geredet. Weißt du, was Heinz am Tag des Überfalls auf Neuhof so trieb? Bin tief in der Nacht von der Schenke heim und hab einen gesehen, der ins Dorf gegangen ist. Oha. Hat's wohl eilig gehabt. War nur ein Schatten, der sich vom Himmel abgehoben hat. Aber nach allem, was passiert ist... Dieser Heinz, der umgebracht wurde, wie war er so? Hab ihn nicht gut gekannt. Hat nicht viel geredet, selbst in der Schenke. Okay. Das ist alles. Danke. Aber viel mehr Neues kriegen wir durch die Leute auch nicht mit, nicht wahr? Maria, mit der hatten wir schon geredet. Respekt vor mir und ey. Guten Tag. Wer hat keinen Funken Respekt mehr über Heinz? Noch etwas wegen Heinz. Können wir ihm irgendwas Neues sagen? Nee. Lebe wohl. Reden wir mal mit Gott ihm. Sei mit dir. Er würde auch nichts kaufen von uns. Dann versuchen wir nochmal der guten Schankmaid was zu verkaufen. Deine Kleider! Wurdest du ausgeraubt? Oh, gottverdammte Banditen! Okay, ich bin also dreckig. Das kann sie auch freundlicher sagen. Okay, was? Ah, sie kauft auch nichts. Tja. Der Händler hat kein Geld. Das regeneriert sich, glaube ich, auch erst in ein paar Tagen und Wochen. Oder? Hat er schon wieder Geld? Gott schütze dich. Gott behüte dich. Er hat... Okay. Wo auch immer er es her hat. Dann verkaufen wir ihm die Sachen. Den Bogen wollten wir aufheben.
und dafür unseren Bogen weggeben, oder? Gewicht 3. Gewicht 3, okay. Müssen wir nur reparieren lassen irgendwo. Drei Dörrfleisch können wir mal verkaufen noch. Den Dolch, den nehme ich mal mit. Die Lederhandschuhe. Okay. Diesmal falsch ich aber. Reden wir über den Preis. Ist gut. Weil du es bist. Das klingt interessant. Ein bisschen weniger und ich bin zufrieden. Siehst du, ich wusste, wir werden uns einig. 3,75 ist doch gut. Jetzt haben wir wie viel auf der Rundkante? 2,4k. Und wir haben unser Inventar ausgeleert. Das ist auch viel, viel wert. 73 nur noch. Wir haben auch neue Sachen an, die nicht mehr ganz so schwer sind. Und ich würde sagen, dann müssen wir eigentlich in der Taverne warten, bis wir mit dem Fahrer reden können. Weil das würde ich gerne abschließen. Und dann müssen wir das Pferd suchen gehen. Irgendwo hier auf diesen Wegen muss es sein. Und hier ist auch noch ein Lager. Ich glaube, hier war hier irgendwo an den einen der Seen hier. Auf einen dieser Wegen. Ja, oder hier am Wasser war es oder so. Und das habe ich ewig nicht gesehen, dass man hier rüber kann oder dass es hier sein könnte. Ja, gucken wir mal. Aber das alles in der nächsten Folge. Bis dann.